Und los. Oftmals ist es so, dass wenn ich am Schneiden bin und mir mein eigenes Video anschaue, mir zuhöre, was ich darin sage, ich mich teilweise für die banalen Aussagen und Messages in meinen Videos schäme. Denn immer wenn ich mir zuhöre und so basic shit erkläre, dann denke ich mir immer so, duh, wer bist du denn? Captain Obvious? Das weiß doch jeder. So, Kinder. Oh, Jeder weiß doch, wie man davon hört miteinander ihr umgeht. Das ist groß doch. und stark. Da habt ihr mich. Wie heißt das Spin-off, wo der Junge sich wie Rot drin vorkommt? Ist das auf dem Handy das? Ever Crisis? Man fragt sich, welche Art von Aktivismus heutzutage überhaupt noch was bringt. Die Sache ist, Karl hat sich ja auch gerechtfertigt. Er meinte, die Sache mit Hogwarts, das ist doch das Einfachste. Einfach ein Spiel zu boykottieren. Kann man denn leichter seinen guten Willen zeigen, indem man einfach ein Spiel nicht kauft? Das Problem ist, für Karl ist das einfach nur dieses eine Spiel. Kann man nicht einfach dieses eine Spiel weglassen? Und für den Rest der Gesellschaft waren das mindestens drei Boykottaufrufe Anfang letzten Jahres. Das hört ja nicht auf. Also drei Boykottaufrufe im Bereich Videospiele. Dann kommt noch das ständige, bestellt keine Videospiele vor. Wer Pokémon toll findet, ist blöd, weil die Pokémon-Spiele werden immer schlechter. Dieses ganze Gemecker die ganze Zeit. Dann muss man Filme boykottieren, dann muss man Serien boykottieren, dann muss man Nestle boykottieren. Und allein schon diese drei Boykottaufrufe zu spielen, zu Harry Potter, zu Bayonetta 3 und zu Atomic Heart war das, glaube ich, ne? Wobei Atomic Heart, die Leute haben sich distanziert von Russland. Bei Bayonetta hat sich herausgestellt, dass die Synchronsprecherin gelogen hat in ihrem Statement. Und bei Harry Potter war klar, dass J.K. Rowling daran nichts verdient am Verkauf der Spiele. Also alle drei Boykottaufrufe, reiner Blödsinn und waren reine Provokation, wo sich Leute im Internet immer wieder beleidigt haben gegenseitig. Ja, boykottiere alles, dann bist du auf der sicheren Seite. Leichter geht's ja gar nicht, ne? Sefi, an die habe ich keine gute Erinnerung wie an die. Basic Shit, bis ich mal wieder irgendwelche Kommentare lese unter Videos, ob es jetzt meine sind oder ob es andere Videos sind von anderen Creatern. Denn da fällt mir dann ganz schnell auf, uff, ja, manche Menschen haben sogar die ba Basics nicht verstanden. Ne? Wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man Kritik sa sachlich äußert, ohne jemanden zu verletzen oder irgendwie abzuwerten oder so. Man merkt, er wurde von. Was ist das denn? Wo kommt denn das Bild jetzt her? Er wurde von Dekadent kritisiert. Man merkt's, ne? Wie man Leute von sich überzeugt, wie wichtig Sympathie ist in einem alltäglichen Leben. Und ja, natürlich auch, dass man manchmal ein paar jüngere Zuschauer hat, die noch gar nicht so weit sind in ihrer Entwicklung und noch gar nicht verstanden haben, wie sowas überhaupt läuft mit dem Zwischenmenschlichen. Und da ist es dann für mich immer wieder okay. Das hier ist genau so ein Video. Für die meisten wahrscheinlich absolut langweilig, aber vielen würde es wahrscheinlich gut tun, sich das mal wieder zu Gemüte zu führen Ist ja auch unser Thema, ne? und sich zu Herzen zu nehmen. Viel Spaß. Ich habe die letzten Tage viel Kritik geübt an der Woke-Bubble und vor allem an der Art, wie sie, naja, mit anderen Menschen umgeht, wie sie Leute versucht aufzuklären, und einige Akteure Leon, die Videos musst du mir privat schicken, da kann ich es mir angucken. Relativ problematische Dinge sagen und sich in meinen Augen nicht wirklich besser verhalten als die, die sie kritisieren. Heute möchte ich euch an einem sehr simplen, kurzen und einfachen Beispiel erklären, was ich meine und Neophyte, da hast du recht. Sie hat das Geld schon im Vorfeld bekommen, ja. wie man es in Zukunft besser machen könnte. Ich möchte in diesem Video hervorheben, dass vieles nicht durch Ignoranz oder Boshaftigkeit geschieht, sondern manchmal auch einfach nur durch Dummheit. Also, dass man einfach unaufgeklärt ist. Und unaufgeklärt sein ist kein Verbrechen. Wenn man jemand aufklären möchte, wenn man progressive Arbeit verrichten möchte, dann in meinen Augen geht es nur, wenn man die Leute eben nicht abstößt. Wenn man die Leute nicht vorverurteilt oder schubladisiert, wenn man sie nicht pathologisiert oder irgendwie beleidigt, sondern indem man ihnen wohlwollend zugewandt ist und ihnen das Gefühl gibt, dass man ihnen helfen möchte, dass man sie auf den richtigen Weg bringen möchte.
Kommen wir aber zu einem Beispiel, damit jeder versteht, was ich meine und wie ich das Ganze umsetzen würde. Es gibt ein bekanntes Sprichwort. Und zwar, jedem das Seine. Ja, jedem das Seine. Oh Mann, das ist das richtige Stichwort. Ich kann die Boykott in der Boykott in Katar, den kann ich nachvollziehen. Da sind viele schlimme Sachen passiert. Dass Katar überhaupt die WM bekommen hat, war wahrscheinlich durch Geld, durch Bestechung. Dann sind da viele Leute misshandelt worden und gestorben bei den Arbeitern. Es ist eine riesige Umweltsauerei, dass es da zu heiß ist für diese Stadien. Die müssen alle runtergekühlt werden. Dann werden die Stadien danach nie wieder gebraucht, weil das kein Fußballland ist. Die brauchen die Stadien nicht mehr. Die sind nur dafür gemacht worden. Das ist ein riesiger Aufwand, eine riesige Umweltverschmutzung. Und Menschen wurden verbraucht dafür. Das ist schon krass. Das ist eine krass schlimme Sache. Da kann ich verstehen, dass man sagt, boah, Leute, könnt ihr wirklich da noch Bock auf Fußball haben, wenn ihr wisst, was da passiert ist? Ich meine, okay, vielleicht guckt ihr euch die Ergebnisse von zu Hause aus an, aber man muss ja nicht dahin jetzt, ne? Und da auch noch Geld reinbuttern. Kann ich vollkommen verstehen, dass man da keinen Bock hat. Also, dass man da auch sagt, komm, Leute, müsst ihr das geil finden? Müsst ihr da hingehen? Müsst ihr Tickets kaufen? Ich weiß nicht. Kefka musst du noch. Ach. FF6 hier. Kann ich verstehen, aber Hogwarts Legacy, also wirklich. Und dann Bayonetta 3, boykottiere das auch noch. Atomic Heart, bitte boykottieren. Boykottiere bitte das Spiel XY oder du musst dich aus meiner Timeline löschen. Andauernd liest man das auf Twitter. Wer einer von euch spielt dieses Spiel? Ihr habt mir bitte alle zu entfollowen. Diese ständigen Aufforderungen auf Twitter nerven so unglaublich. Diese Moralapostel, nicht der Young Moralapostel, sondern die anderen Moralapostel, die ihr auf Twitter alle seht, die ganze Zeit sagen, wer dieses Spiel spielt, der steht moralisch unter mir, den will ich nicht mehr sehen. Das ist doch echt nervig. Kefka ist auch in 14. Oh. Das hat in ganz Europa, zumindest im deutschsprachigen Raum, wobei es eigentlich ein ursprüngliches Zitat aus dem Lateinischen ist, eine Bedeutung. Und also ja, für den Aktivisten ist das immer, ich habe euch doch nur um eine Sache gebeten. Und für den Rest der Bevölkerung, du bist der Zehnte, der mich darum bittet. Du bist der Zehnte, der mich um irgendwas bittet. Das nervt. Das hat eine genaue Definition und es hat vor allem auch eine Bedeutung, wie man es halt als Redewendung im Alltag verwendet. Und meiner Erfahrung nach unterscheiden sich diese. Wenn jemand sagt, ja, jedem das Seine halt, ne? Woran denkt ihr da? Wie interpretiert ihr diesen Satz? Die heutige Interpretation wäre eigentlich jedem das, was ihm Spaß macht. Habt ihr irgendwas für euch ausgemacht? Gut, dann würde ich euch jetzt gerne sagen, wie ich diesen Satz, als ich aufgewachsen bin, mitbekommen habe. Und zwar Kirche boykottieren. Die Sache ist, das ist ja jetzt bei der Sache mit Shoyoka aufgetaucht auf Twitter, als Monte gesagt hat, jedem das Seine, und dann dieser Maxim gesagt hat, und er schließt seinen Satz mit dem Nazi-Spruch, jedem das Seine ab. So. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Dann für mich, jedem das Seine. Kürtschow gibt's noch. Er hat, nachdem ich mit Askeron, also nachdem eigentlich Marc Saline mit Askeron geredet hat, hat er doch gesagt, dass er sein Video über sie löscht. Ist doch ganz nett. Das fand ich echt voll nett von den beiden. Für sowas wie, ja, jeder so wie er will halt, ne? Wenn das denn stimmt, ich guck mal gerade nach. Wenn jemand mir gesagt hat, Digga Sefi, ich mag es richtig gerne, wenn Digga Sefi ein schöner Analplug ins Ohrschloch geschieben wird von meinem Kumpel. Das glaube ich, Sefi. Dann dachte ich mir also, ja, du, jedem das Seine halt, ne? Und ich glaube, das ist auch so die gängige Definition, beziehungsweise die gängige Praxis, wenn es mit diesem Satz, ne, wenn es um diesen Satz geht. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mir da zustimmen würdet, also ob ihr diesen Satz ähnlich verwenden würdet oder vom Gefühl her gleich empfindet, also, wie ich, oder ja, ob ihr sagt, nee, dann, nee, verwendet ihn in einem ganz anderen Zustand. Ist noch da, das Video von Kirchhoff ist noch da. Oh, ist hoffentlich, er hat es nicht gelistet.
Es ist nicht gelistet, ich habe es aber noch gespeichert, deswegen habe ich das. Ah, das heißt, ich könnte noch drauf reacten, wenn ich will. Cool. Sehr cool. Kyocho hat es nicht gelistet. Finde ich super. Zusammenhang im ganz anderen Kontext. Das ist so, wie ich aufgewachsen bin. Ne? Mir wurde dieser Satz so vermittelt, weil ich einfach unaufgeklärt war. Denn meine Eltern oder meine Lehrer oder meine Kollegen haben diesen Satz mir vorgelebt. Und das nicht, weil sie bösartig sind, sondern weil sie es ebenfalls nicht besser wussten. Weil es halt im gängigen Sprachgebrauch nun mal so verwendet wird. Zumindest so, wie ich es interpretiert habe. So, wollen wir uns also die genaue Definition mal ansehen, beziehungsweise den Ursprung dieses Satzes. Denn gerade in Deutschland ist der natürlich seit der Nazi-Zeit ein wenig, also was heißt ein wenig, ja, als... Zumindest bei den Leuten, die wissen, dass das passiert ist, ne, dass er da drauf stand. Kritisch, ne, als umstritten zu betrachten. Jedem das Seine ist seit antiken philosophischen Theorien der Moral und Politik ein für die Fassung von Begriffen des Rechts und der Gerechtigkeit, insbesondere der Verteilungsgerechtigkeit, vielfach ins Spiel gebrachtes Prinzip, siehe auch Verteilungsprinzip. Es besagt, dass jedem Bürger eines Gemeinwesens das zugeteilt wird bzw. werden soll, was ihm gebührt, etwa durch gerechte Güterverteilung. Je nach politischer Theorie oder praktischem Bezug werden verschiedene Präzisierungen vorgeschlagen. Ah, und noch ergänzend, dieser Satz hing am Konzentrationslager Buchenwald. Der ursprüngliche Satz hat also wenig damit zu tun, was ich damit gemeint habe, als ich das in Vergangenheit gesagt habe oder wie ich das interpretiert habe. Das macht es ja noch perfider, dass der Satz ursprünglich hieß, jeder bekommt das, was ihm zusteht. Und das haben die dann auf das Konzentrationslager bzw. auf das Tor geschrieben. Und das ist widerlich. Wenn man das so sieht, so jeder bekommt das, was ihm zusteht, weil ihr habt das verdient. Das ist natürlich extrem widerlich. Es ist aber nicht das, wie heutzutage dieser Satz verwendet wird, wenn jemand den benutzt. Weil heutzutage benutzt man ihn tatsächlich ja als jedem das, was ihm Spaß macht. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, was das ursprünglich bedeutete und was man dann, genau, im Buchenwald, was dann die Bedeutung auch im Buchenwald auf dem KZ war. Hat also mit einer vermeintlichen, gerechten Verteilungsgerechtigkeit zu tun oder der Güterverteilung. Genau das, Oppi. Vor allem die Sache, die haben ja einen Satz benutzt, der eine bestimmte Bedeutung hat. Im Ursprünglichen haben den da hingeschrieben und inzwischen hat der Satz eine andere Bedeutung und viele Leute wissen nicht, dass der Satz mit einer anderen Bedeutung da am Tor gestanden hat. Und da er heute in einer anderen Definition verwendet wird, ist das ja nicht tatsächlich böse gemeint, was man damit sagt oder aussagt. Quasi, ja, jedem das, was ihm zusteht. Ne? So von rein materiellen Sachen oder Land oder was auch immer. Ne? Wie auch immer man das interpretieren will. Oder man könnte jetzt da natürlich noch viel mehr forschen und die genauen Definitionen raus. Wir sollten die deutsche Sprache nicht mehr verwenden, weil die Nazis die benutzt haben. Es gab ja auch mal ein Funkvideo, ein Funkbeitrag über Deutschlandflaggen bei der WM. Dass das ja auch rechtes Gedankengut wäre, die deutsche Flagge zu benutzen. Bei der WM. Suchen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die wahrscheinlich absolut meisten Menschen der heutigen Zeit, die diesen Satz verwenden, dies gar nicht meinen, sondern eher das Gängige, was ich ebenfalls gemeint habe. Wenn ich Sefi sehe, bekomme ich voll Bock auf Pokémon. Ne? Habt ihr das auch? Denkt ihr euch auch? Ich könnte eigentlich Diamond, wie heißt das nochmal? Strahlenden Diamant könnt ihr eigentlich weiterspielen, ne? Nicht lange. Ich meine, ich mache das Spiel an, bin in Schleiede und denke, ah, nee, ich mach's wieder aus. Aber wenn ich ihn so sehe, denke ich mir, Pokémon ist schon geil. Bis vor einer Weile. So, das bedeutet, das, für was dieser Satz eigentlich steht ursprünglich und das, wofür er heute gebraucht wird, oft oder meistens. Genau, Synavia, nur die deutsche Flagge, alle anderen Flaggen sind in Ordnung. Sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Manche Menschen wissen, woher dieser Satz kommt. Manche Menschen wissen auch, wofür er missbraucht wurde. I gonna catch them all. Hi Hirnfrikassee, danke fürs Follow. Drake, stimmt, sie könnten auch mal wieder ein gutes Pokémon raushauen, das stimmt. Gerade in Deutschland.
Und ich würde aber behaupten, die absolut meisten Menschen wissen es nicht. Jetzt wäre ja das Optimale, wenn man den Leuten, die diesen Satz verwenden, und zwar genau in so einem Beispiel, wie ich gesagt habe, ja Bruder, ich mag's halt, wenn man mich am Arschloch kitzelt, ne? Ich glaube, er fragt hier für einen Freund. Halt jedem das seine. Ne? Wenn man genau diesen Leuten diese Version erzählt, beziehungsweise sie aufklärt, wofür dieser Satz eigentlich steht. Er hat bestimmt so einen Analplug mit einem Vulpix neuen Schwanz hinten dran. Und dass es eigentlich gar nicht so akkurat ist oder richtig, was sie sagen, sondern dass sie halt eher, ja, jeder halt so, wie er will. Oder was auch immer dir gefällt oder ne, wie auch immer. Dass man sagt, dass das eigentlich eine viel akkuratere Beschreibung ist von dem, was er sagen möchte. Was wird in der modernen politischen Landschaft gemacht, die sehr die benobte Version sehr geprägt ist von Hass und Spalterei und Chuck Norris dreht das Noppenkondom um, damit er Spaß daran hat. Aggression und so weiter. Leider wird es einfach nur wieder als naja, Garados-Plug. Keule genommen. Ne, von denen es ja so einige gibt. Die Sexismuskeule, die Nazi-Keule, die was auch immer Keule. Es wird einfach als Keule benutzt, um Leute niederzuprügeln. Um zu sagen, wusstest du, dass das ein nationalsozialistisch geprägter Begriff ist? Und das ist aber ganz kritisch, wenn du das sagst. Bist du etwa ein Nazi? Und plötzlich ist der Bass aus seiner Stimme raus. Ich glaube, er hat keinen Garados-Plug, er hat einen Carpador-Plug, der dann erst sich entfaltet zum Garados-Plug, wenn er in Position gesetzt ist. Leute werden also stigmatisiert, schubladisiert, angefeindet etc. pp. Und damit gewinnt man halt niemanden. Denn die Leute, die damit angefeindet und in eine Schublade gesteckt werden, fühlen sich zu Recht angegriffen. Und die denken sich dann, also ich verwende das Wort nicht so, keine Ahnung, was du damit meinst, ist mir aber auch scheißegal, ich werde das Wort weiterverwenden. Man darf ja nichts mehr sagen hier in meinem Deutschland. Ergo, die Front verhärtet sich. Entwickelt sich im Inneren weiter. Es ist übrigens ganz wichtig, was er sagt, ja, es wird immer wieder als Totschlagargument verwendet. Im Frontenkampf ständig gegen andere Leute. So, du hast übrigens was Falsches gesagt. Wusstest du nicht, ne? Aber ich bin gebildeter als du. Dieses, oh, nervige, hi, Horo, guten Abend. Und du wirst niemanden aufklären, du wirst niemanden überzeugen. Diese Person wird das Wort oder den Satz genauso weiter verwenden, wie er denkt, dass es richtig ist. Und seine Nachfahren und sein Umfeld wird es so übernehmen, weil die sind nicht böse, aber halt einfach dumm, was diesen Fakt anbelangt. Okay. Eine gute Frage, Chuck Norris oder Bud Spencer? Wer weiß. Wir werden es nie erfahren. As simple as that. Einfacher kann ich es nicht machen. Aufklärung sollte immer zugeneigt und positiv passieren. Guten Abend, Chanti. Wohlwollend und nicht abwertend. Denn sobald man jemanden anfeindet. Ich wusste, wenn ich den sexy Schweizer irgendwo in den Titel schreibe, bist du da. Oder abwertet, macht dieser in der Regel zu. Die meisten Menschen haben einen. Dann macht der zu. Wenn wir über den Analplug reden, dann macht der zu. Sehr verletzliches Ego und fühlen sich sehr, sehr schnell angegriffen. Gerade in so einer Zeit, wo jeder sich gegenseitig nur das Bösartigste unterstellen will. Und naja, genau, das passiert ja auch, denn Shanti, jetzt hast du verpasst, dass wir darüber fachsimpelt haben, welche Pokémon-Buttplugs er denn verwendet. Ich dachte, er hat ein Carpador, was dann im Inneren zum Garados wird. Oder einen Vulpix-Neunschwanz. Die Woken-Leute könnten ja, also die sind ja genauso ignorant wie die anderen. Es ist ja nicht so, dass die das Wort oder den Satz benutzt Leon haben, irgendwie das einzige Problem in dieser Konstellation sind, sondern die Woken, die diese verurteilen, sind genauso ignorant, weil sie sich ja dessen bewusst sein müssten, was sie tun. Ein Onyx-Plug, liebes Berg. Fabi, guten Abend. Was für A-Plugs nimmst du? Meine Frau findet die seltsam. Ich wollte schon immer Plugs tragen, aber meine Frau meinte so, nee, die stehen dir nicht. Sie wissen ja, dass
der andere das, den Satz nicht verwendet, weil er low-key Nazi ist, sondern weil er vielleicht einfach dumm ist, was das anbelangt. Ich nehme Ditto-Plug, der macht jede Form. Der arme Sefi, ne? Keiner hört ihm mehr zu, es geht nur noch um Analplugs. Und dass man ihn halt nur stigmatisiert und weiter abschreckt, wenn man ihn in eine Ecke stellt. Right? Die sind also mindestens genauso schlecht. So, und das ist meine Message. Aufklärung und miteinander reden funktioniert eben nur dann, wenn man sich auch den Benefit of the Doubt gibt. Und das machen... Mr. Galway, du verstehst es nicht, weil wir die ganze Zeit Witze drüber machen, was für Analplugs er sich wohl reinschiebt. Er will einfach nur sagen, dass solche Sachen einfach nur verwendet werden, um anderen was vorzuwerfen. Einfach nur, um emotionale Schneisen zu ziehen. Anderen eins reinzuwürgen, wenn man irgendwie aggressiv ist. Wenn man den anderen verletzen will. Wenn man den anderen erniedrigen möchte. Dann kommst du mit, weißt du übrigens, dass du gerade Nazi-Sprech verwendet hast, ne? Ja, denk mal drüber nach. High Ground, genau. Mit dem High Ground. Die aus der Woke-Bubble. Dickter Plug. Nicht. Wenn du Hogwarts Legacy spielst, bist du automatisch transfeindlich und menschenverachtend und weiß ich was, ne? Die ganzen Parolen, die sie schwingen. Und ich kenne keinen Menschen, der sich das gefallen lässt. Der sich das anhört und denkt, ja Mann, du hast mich überzeugt, ich werde mich auf jeden... Ich werde jetzt auf Amazon Buttplugs kaufen. Ich bin überzeugt. Fall jetzt einsetzen und dir zuhören und mein Handeln überdenken oder was auch. Stimmt, Mr. Galway, das Video hätte kürzer sein können für diese kurze Message, aber dann hätten wir nicht so schön über Buttplugs reden können. Und außerdem musst du ein Video immer auf eine gewisse Länge bringen, damit es überhaupt geschaut wird. Auch immer. Nicht wahr? Oder um sich nicht den Argumenten des Gegenübers stellen zu müssen. Ganz genau, der andere sagt was, du kannst aber nicht gegenargumentieren. Und dann sagst du, ach, übrigens, du hast gerade Nazi-Sprech verwendet, denk mal drüber nach. Und dann hast du einfach derailed und musst dich jetzt nicht mehr um das eigentliche Argument kümmern. Genau. Ja, ich kenne Little Nicky, was kommt denn da vor? Ach, Anna, Hitler bekommt Ananas in den Hintern, ne? Hab ich gesehen, ja. Und das war es eigentlich auch schon, die Message. Recht simpel, aber scheinbar für die absolut meisten Leute irgendwie zu schwer zu greifen, dieses Prinzip. Glaub mir, viel mehr hat mit Sympathie zu tun, als man glaubt. Donald Trump ist nicht durch seine außergewöhnliche Kompetenz und sein tolles Wahlprogramm Präsident geworden. Donald Trump ist deswegen Präsident geworden, weil er ein Tick sympathischer war als Hillary Clinton. Und weil er nationalsozialistisch ist und gesagt hat, America first. Sympathie, Ausstrahlung ist wichtiger, als man denkt. Ich würde sogar behaupten, für die absolute Mehrheit der Bevölkerung, die sich keine Wahlprogramme durchliest, die nicht nachforschen geht, was haben die versprochen, was haben die eingehalten, wie sehen wirklich Fakten aus, etc. Die absolut meisten Menschen machen das nicht. Die absolut meisten Menschen gucken sich die Rede von dem Typen an, hören 3 Sekunden zu, und dann entscheiden sie, ob diese Person einem sympathisch oder unsympathisch ist. Und dann legt man sich den Rest so, wie man möchte. Weil jemand, der unsympathisch ist, dem verzeiht man gar nichts. Dem verzeiht man auch nicht seine Dummheit und will ihm direkt alles Mögliche unterstellen. Jemand, der sympathisch ist, dem verzeiht man alles. Da sagt man, ja, der hat das bestimmt nicht so gemeint. Ja, der hat ja eigentlich gute Absichten und hör doch mal die guten Sachen, die er sagt. Sympathie ist key, gerade in politischen oder in sozialen oder in gesellschaftlichen Debatten und Themen. Und die darf man sich nicht verspielen, wenn man für das Gute kämpfen möchte. So, und da kann ich euch was sagen. Und zwar habe ich vorhin Twitter aufgemacht, also X. Und da habe ich gesehen, Tilted Floste und Dave haben einen Aufruf gestartet, für Demos zu werben. Demos gegen die AfD. Man soll auf die Straße gehen, man soll sich gegen die AfD einsetzen. Und ich hatte den Impuls, das zu liken.
und das zu retweeten. Würde ich normalerweise machen. Wenn ich sehen würde, dass irgendwer, der mir sympathisch ist auf Twitter, das macht oder mir auch fremd ist auf Twitter, hätte ich das retweetet und geteilt, also geliked und alles. Und dann dachte ich mir aber, ach nee, ich will mit denen nicht interagieren. Ich mag die beiden so wenig, dass ich nicht mal interagieren möchte, um was gegen die AfD zu machen. Also selbst wenn es darum geht, die AfD irgendwie gegen die vorzugehen, nicht mal dann will ich mit den beiden unbedingt interagieren und denen Like dafür geben. Das geht nicht. Auch wenn es deren Message pushen würde, aber das, nee. Ich dachte mir einfach, nee, die beiden, mit denen will ich nichts zu tun haben, Twitter wieder zu, einfach zu. Ne?